ist natürlich eine tolle Geschichte. Macht mich natürlich auch stolz, dass ich jetzt schon seit mittlerweile 8 Jahren hier beim SVS bin. Ja, diese tolle Entwicklung, die der Verein jetzt genommen hat, in diesen 8 Jahren sich in der zweiten Liga zu etablieren, dass ich das irgendwo auch ein Stück weit mitgestalten konnte. Und ja, habe hier ganz, ganz tolle Spiele bislang bestreiten dürfen. Gerade auch hier im Hartwald mit unseren super Fans. Und ja, das macht mich natürlich sehr, sehr glücklich, dass ich jetzt in diesen 8 Jahren schon auf diese Anzahl an Spiele gekommen bin. Ich glaube, das ist auch nicht ganz selbstverständlich. Ja, also letzten Endes war es dann ein herausragendes Jubiläum gewesen. Also ich hätte es mir nicht wirklich schöner ausmalen können. Vielleicht noch mit einem Tor. Aber nee, Spaß beiseite. Viel wichtiger war, dass wir die 3 Punkte gestern geholt haben. Da tritt auch das Jubiläum komplett in den Hintergrund. Ich glaube, es war ein sehr, sehr intensives Spiel gewesen. Hannover hat uns schon vor Aufgaben gestellt. Ich glaube, man hat den Jungs auch angemerkt, was ja normal ist, dass das Spiel gegen den HSV, was ebenfalls intensiv war, dass das noch ein bisschen in den Knochen gesteckt hatte. Aber ja, ich glaube, dass dann auch gerade die Männer, die dann reinkamen, die Mannschaft nochmal so ein bisschen mitziehen konnten. Und ja, dass wir dann das Spiel dann noch drehen können nach 2-1 Rückstand, nach knapp einer Stunde, spricht, glaube ich, aktuell für die Verfassung der Mannschaft, vor allen Dingen für die Moral und die Mentalität. Und ich glaube, jeder kann sehen, dass uns diese Quarantäne doch irgendwo auch gut getan hat, dass wir als Mannschaft jetzt gerade in dieser entscheidenden Phase enger zusammengerückt sind, dass mittlerweile wirklich jeder weiß, auf was es ankommt, was die Tugenden hier beim SVS sind, wieso wir da die letzten 8 Jahre erfolgreich immer den Abstiegskampf bestritten haben. Und ich glaube, das lässt uns guten Mutes jetzt auch in die Zukunft blicken. Die Zielsetzung ist ganz klar, dass wir diese Intensität versuchen, jedes Spiel wieder reinzubringen, egal wer dann auf dem Platz steht. Die Trainer haben es jetzt auch schon oft genug betont, dass jeder gebraucht wird in der Mannschaft. Das hat man jetzt gestern auch wieder gesehen. Und wir wissen, dass es noch sehr, sehr intensive Wochen jetzt werden, sehr intensive Spiele gegen gute Gegner in der Liga. Und ja, jetzt müssen wir erstmal gucken, dass wir schleunigst regenerieren für das Spiel am Mittwoch gegen Fürth. Und das ist das Einzige, worauf wir uns momentan fokussieren. Was dann danach kommt, das werden wir sehen. Aber wir wollen jetzt diesen Schwung, den wir aktuell haben, wollen wir mitnehmen. Wohlwissend natürlich, dass es eine schwere Aufgabe wird gegen Greuther Fürth. Aber ich glaube, wenn wir so auftreten, wie wir jetzt die letzten 2 Spiele aufgetreten sind, dann können wir auch dort was holen.